Die vergessene Schule. Oh mein Gott, das ging mir ständig so früher. Ach Scheiße, ich muss ja morgen in die Schule. Tja, forgotten school. Wack, Forgotten School is a short atmospheric Japanese VHS aesthetic horror game with a deeper meaning. Danke, Readme File. The deeper meaning is Schule ist scheiße. Gut. Forgotten School. Moment. The fuck? Okay. Windowed und let's go. Oh yeah, tonight is the night where we meet each other, where we love each other in the moonlight. Sorry. Forgotten School, a short Japanese VHS horror game created by Asa Game Studio. Where's everyone? You better hurry, or you will be late to class. What the fuck? Okay, warum ist mein Gesicht nass, obwohl es nicht regnet? Warum gucke ich? Bin ich ein Roboter? Oh, ich glaube, ich bin ein Roboter. Beep boop. Commence going to school. Beep boop. Motorfunktion aktiviert. Fußalgorithmus läuft. Aktueller Status, Panik. Grund, zu spät, zu Unterricht. Piep, boop. Notiz an selbst. Bitte Entwickler fragen, ob man ausstellen kann, dass jeder Satz mit Piep, boop endet. Piep, boop. Navigationssysteme fehlgeschlagen. Berechne neue Route. Berechne Route fehlgeschlagen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator. Piep, boop. Oh, hier lang. Oh nein. Stufen. My one weakness. Piep, boop. Entwickler hat mich programmiert. Darauf. Stufen zu hassen. Piep, boop. Grund unbekannt. Have to find the library first. Do not apple. Gott, bin ich groß. Gott, bin ich groß. Ich bin ein Roboter. Und eben kam ich mir verhältnismäßig klein vor. Ja, Indoor-Modus aktiviert, Höhe erweitert, Batterie gefunden. Nom nom nom. How does one take the battery though?
How is aufnehmen Knopf? F, R, ne, E macht das. Okay. Gilt das für einen Roboter als Nahrung? Der Apfel? Nee, wahrscheinlich. Genau deswegen. Schmetterling. Warte, ich muss ein Netz rausholen und dann... den habe ich schon. The fuck? Okay, einmal Stopp. Wenn ich mit E eine Videokamera raushol und dann einen VHS-Modus habe, warum habe ich dann ohne Kamera immer noch einen VHS-Modus? Und... Schöner Schmetterling. Spüre seltsame Emotionen. Bitte erklären Sie mir dieses Gefühl. Piep, boop. Ist das eine Taube? Piep, boop. Exactly, Rocknix. My thoughts exactly. Piep, boop. Prüfe Inventar auf Netz. Kein Netz vorhanden. Wie interagiere ich mit A? Oh, mit Dingen. Static Void. They always watch you. What the fuck? Oh. Nobody. Ist das Comic Sans? Oh God. Lazy. Loser. Ended. Soll das da unten hängen? Idiot. They're watching you. Alalalalalong. Alalalalalong long li long long long. Sing it. I'll be watching you. Kann ich Escape drücken, ohne dass alles stirbt? Ich habe keinen Benutzen-Button. Ich renne einfach zurück. Namaste, you guys. Good morning. Oddly Gaming. Danke für den Raid. Ja, hallöle, lieben Leute. Wie geht's? Wie steht's? Wie lange machst du noch? Oh, noch länger. Noch länger. Nicht so lang, aber länger. Sarun, schönen guten Abend. Und Freya, das ist Raid. Ortli, wie geht's dir? Vielen Dank. Das ist a Raid. Hallo. Au. Wie war dein Stream, Ortli? Was habt ihr denn getrieben? Und wie geht's dir? Und was habt ihr gespielt? Was hast du getrieben? Und wie war's? Erzähl mir. Wir machen gerade, wie jeden Samstag, Indie-Samstag. Das heißt, wir schauen uns jede Menge kleinere... Namaste, you guys! Good morning! Danke für den Host, Freya. Schauen uns jede Menge kleine Indie-Games an. Die können von interessant zu trashig, zu gut, zu Namaste, schlecht... Mein Gehirn ist brei vom Rumirren und Vorlesen. Aber mir geht's gut. Ja, was habt ihr denn gemacht, dass du so wahnsinnig geworden bist? Waagschale? Waagschale. Einfach mal so. Getränkeautomat mit Cocktails? In der Schule? Klar. Cry of Fear. Habe ich auch noch nicht gespielt, aber steht auf meiner langen Liste. Dann hast du jetzt eine gute Pause verdient, nachdem du so viel rumgelesen und rumgeirrt bist. Mach's dir mal gemütlich, legst die Füße hoch.
Erklärst mir bitte, wie ich in dem Spiel irgendwelche Dinge aufhebe, weil ich weiß es nicht. Leerzeichen macht das. Ah, drücken Sie Space-Taste für 0,1 Kniebeuge. Beep, boop, cannot commence Kniebeuge. Meine Beine wurden nicht gebaut für Kniebeugen. Dennoch ist in meinem System ein Kniebeugen-Algorithmus eingebracht. Warum nur? Oh, dieser Schmerz. Warum ist meine Existenz so sinnbefreit? Vielleicht kann ich nur im Dings-Modus aufheben? Nee. So lange fange ich an, es zu hassen, echt? Oh, vielleicht muss noch eine Batterie leer sein und dann kann ich hier neu aufheben? The fuck? Reis! Nee. Ich muss die irgendwie aufheben können. Ich probiere jetzt alle Tasten durch. Oh, X, Y, Z. Tab, 1, F1. Gibt es ein Readme? Aber es gab ein Readme. Gab's nicht, never mind. Doch, gab's. Hier. R. Habe ich noch nicht R ausprobiert. Das Umherirren macht dich irre. Ist das nicht Sinnesirren? Ja, aber glaube ich dir. Dies glaube ich dir. Nun. Ich sehe ein Morgi im Hintergrund. Ne, die Richtung. Ist egal. Richtig. Mein FF9-Poster. Wir spielen gerade, wie man am Streamtitel unschwer erkennen kann, Forgotten School. Und ich habe keinen Schimmer, was mit dem Game auf sich hat. Hi. Hallo, Wandauge. Peaks. Ja. Die sehen aus wie die Larvenviecher aus. Aus Resi 0. Try commencing to step on Augenlarven. Piep, boop, leider sind meine Füße zu klein, um auf Larven zu treten. Piep, boop, so sad. Ich muss aber da rein irgendwie. The fuck? Ach, da rein. Ne, da. The fuck is that? The library seems different. Das ist auf jeden Fall irgendeine Störung in unserem visuell Okkupatoren. Beep, boop, Fehlermeldung, Fehlermeldung. Visuelle Aufnahmemöglichkeit auf 80%. Oh nein, Mäuse. Panikmodus aktiviert. Beep, boop. Und nein, ich höre nicht auf mit dem Gag, dass wir ein Roboter sind. Der wird das ganze Game lang durchgezogen. Beep, boop. Auch wenn nicht lustig ist. Beep, boop. Ich bin ein Roboter. Okay. Oh, no. Hi. Na du? Niu, niu. Niu. Hi. Hallo, ich bin's.
Hanging Susan. Willkommen. Willkommen in der Bücherei. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, nee, das ist unsere neue Fortbewegungsmöglichkeit hier in der Bücherei. Wir sind hier sehr fortschrittlich in der Computer- und Roboterschule. Und haben herausgefunden, dass man sich am effektivsten an der Decke fortbewegt. Wir nennen es das New School Traveling Program. Eine Führung durch die Schule, wie nett. So fahre ich auch durch die Gegend, nachdem ich mich erhängt habe. Hey, es ist verboten, in der Bücherei rumzuhängen. Wenn nichts zu suchen habt hier, dann geht raus. Oh. Bücherregal 0. Könnten Sie bitte aufhören, Geräusche zu machen? Dies stört meine auditiven Aufnahmegeräte. Piep, boop. Nervfaktor 80%. Bitte hören Sie auf mit Geräuschen. Da ist diese scheiß Fliege und ich krieg sie nicht. Psch. Sehr gut. Aber die Batterie geht nicht mehr leer hier drin. Ist ja interessant. Ja, und jetzt? Weiter. Weiter. I'm dead. Is everyone dead? Well, that escalated quickly. Wo war jetzt der Sprung von oh mein Gott, ich muss schnell zum Unterricht, ich bin zu spät dran, zu oh mein Gott, ich bin tot? Das Spiel verfolgt dich. Ja, wer wusste es nicht? Forgotten School ist eigentlich Cry of Fear DLC. What? Das kann man sich nicht ausdenken, dass da. Moral of the story, sei ein Kind. Das emotionales Ende. Ich bin ganz mitgerissen. Oh, Chad, ich weiß gar nicht weiter. Meine Tränensensoren sind überladen. Ist es zur Hölle? Ich meine, es war bis dahin ja echt in Ordnung. Aber dann so, keine Lust mehr. Wir machen hier jetzt aber einfach das Ende hin. Fertig. What the fuck? Wow. Meine Augen sind geöffnet. Ich werde nun für immer ein netter und freundlicher Mensch sein. Vielen Dank, Asma Game Studio. Du hast der Menschheit einen Gefallen getan. Die Probleme der Menschheit und das Problem des Cyberbullyings ist für immer gelöst, weil Videospiel. Cool. Ja. Das waren so gefühlte 80 Ideen innerhalb von 2 Minuten umgesetzt. Und ungefähr so gut umgesetzt war es auch. Aber es war ganz cute. Gut.